eine Tante, die ist im Kloster und die hat da ganz viele Freundinnen. Und die sind so gut befreundet, dass die jeden Tag die gleichen Kleider anziehen. So hat meine kleine Nichte vor vielen Jahren in der Grundschule das Leben ihrer Tante beschrieben, ihrer ollen Klostertante. Und mit dieser kleinen Anekdote begrüße ich Sie ganz herzlich zur heutigen Zumutung. Von außen betrachtet scheint es ja tatsächlich so, dass wir hier im Kloster alle ziemlich ähnlich ticken. Wir tragen ja alle die gleichen weißen Kleider, wir haben uns alle für die gleiche Lebensform entschieden und es gibt halt vieles, was uns tatsächlich auch verbindet. Aber beim genaueren Betrachten ist unser Zusammenleben hier auf dem Ahrenberg und in den anderen Konventen unserer Gemeinschaft eigentlich die pure Zumutung. Ich weiß nicht, ob Sie sich vorstellen können, was es bedeutet, Tag ein, Tag aus, 24 Stunden, 7 Tage die Woche mit Menschen zusammenzuleben, die man sich nicht ausgesucht hat. Was es bedeutet, zum Beispiel als jüngerer Mensch mit einer Überzahl von Schwestern zusammenzuleben, die 30, 40 und teilweise sogar mehr als 50 Jahre älter sind als man selbst. Was es bedeutet, wenn in einer Gemeinschaft, die so intensiv Leben teilt, die unterschiedlichsten Prägungen, Frömmigkeitsformen, Sozialisierung, Verletzungen, Charaktereigenschaften aufeinanderprallen. Auf der einen Seite ist es tatsächlich Ursache vieler Freuden, auf jeden Fall. Ich glaube, sonst wäre ich schon längst nicht mehr hier. Und auf der anderen Seite gibt es manchmal Zeiten, wo ich mich frage, wie das eigentlich funktionieren kann, wie groß das Wunder ist, dass unser Zusammenleben noch nicht auseinandergebrochen ist, dass wir uns Tag für Tag gegenseitig auch die Treue halten durch alle Auf- und Abs hindurch. Heute Morgen im Evangelium haben wir einen Ausschnitt aus dem 3. Kapitel des Markus-Evangeliums zu Ohren bekommen, wo mir das noch einmal ganz neu bewusst geworden ist. Jesus, er steigt auf einen Berg und ruft die zu sich, die er bei sich haben will. Und noch mehr, er wählt aus dieser elitären Gruppe, kann man so sagen, aus dieser ausgewählten Gruppe noch einmal 12 aus, mit denen er besonders intensiv unterwegs sein will. Sein Inner Circle. Er wählt die 12 aus, mit denen er sein Projekt in dieser Welt umsetzen und leben will. Was hätten wir uns wohl für 12 ausgesucht? Worauf hätten wir wohl Wert gelegt, wenn wir Jesus wären und hätten eine so große Mission? Im Wissen darum, dass die Zeit für diese Mission sehr begrenzt ist. Was hätten wir uns für eine Truppe ausgesucht? Wen hätten wir da wohl um uns versammelt? Wenn wir heute die Namen der 12 Apostel gehört haben, dann mit ein bisschen Kenntnis des Evangeliums fällt einem fast zu jedem Namen irgendeine krasse Geschichte ein. Dieser Petrus zum Beispiel, der erste unter den 12 Aposteln, der eigentlich immer wieder hervorprescht und dann die ganze Sache Jesu doch nicht richtig verstanden hat. Er wird zum Fels. Die beiden Donnersöhne Jakobus und Johannes, die sich den Platz zur Linken und Rechten Gottes erschleichen wollen und dadurch die anderen total wütend machen. Unter den vielen Namen kommt auch ein Judas vor. Judas, der später zum Verräter wurde, so drückt es der Evangelist Markus aus. In allen Evangelien
ist der Name von Judas direkt mit dem Verrat in Verbindung gebracht. Ich wage mal zu behaupten, dass das kein Unfall war, dass Jesus einen Verräter berufen hat. Im Lukas-Evangelium ist sogar beschrieben, dass Jesus, bevor er die 12 zusammenruft, erst einmal eine Nacht darüber betet, mit seinem Vater in innigster Verbindung steht und daraus die Berufung der Apostel hervorgeht. Und Judas, er ist einer der 12. Manchmal kommt es mir so vor, als gäbe es in jeder menschlichen Gemeinschaft so eine Art Sollbruchstelle. Vielleicht kennen Sie das von Tabletten, wo es so einen kleinen Bereich gibt, wo man eine Tablette ganz leicht durchbrechen kann. Und diese Sollbruchstellen, die gibt es eben auch in Gemeinschaften. In jeder Gemeinschaft gibt es irgend so ein schwaches Glied und manchmal sogar mehrere schwache Glieder, die vielleicht nicht direkt zum Verräter werden, aber die doch eine unglaubliche Zumutung darstellen. Manchmal, befürchte ich, sind wir selbst sogar diese schwächsten Glieder. Man kann sich vielleicht fragen, muss das eigentlich so sein? Müssen wir uns das jeden Tag zumuten? Müssen wir das eigentlich jeden Tag ertragen, mit Menschen zusammenzuleben, die vielleicht sogar das eigene Ideal, das eigene Bild vom Zusammenleben in der Nachfolge Jesu verraten? Wenn wir aufs Evangelium schauen, dann ist meiner Meinung nach die Antwort ein klares Ja. Es gehört für mich tatsächlich existenziell zu christlichem Leben dazu. Und das ist für mich genau der Aspekt, der christliches Leben so unendlich anstrengend macht. Auf der anderen Seite, und das erlebe ich als wirklichen Grund zur Freude, ist es doch auch unglaublich beruhigend, dass Gott offensichtlich kein Perfektionist ist. Dass Gott offensichtlich doch mit allen Menschen einen Weg sucht. Dass er in Jesus Christus nicht nur die in seine Gemeinschaft ruft, von denen er felsenfest davon überzeugt ist, dass sie seine Mission auf beste Weise leben, sondern dass er auch und gerade diejenigen beruft, die moralisch, seelisch ein bisschen schwach auf der Brust sind. Dass er auch sogar mit diesen Menschen Heilsgeschichte schreibt, auch wenn es teilweise wirklich tragische Gestalten sind. Für mich hat das eine Menge tatsächlich mit Erlösung zu tun. Denn das, was wir äußerlich wahrnehmen in unseren Gemeinschaften, in unseren Familien, ist doch im Grunde auch das, was sich in unseren eigenen Herzen Tag für Tag abspielt. Wer von uns weiß denn, dass er oder sie nicht zum Verräter werden kann? Wer von uns weiß denn, wie sie oder er in extremen Lebenssituationen reagiert? Wer von uns weiß denn, wie es ihm oder ihr gelingt, mit Enttäuschungen umzugehen, wenn ich mir Leben vielleicht ganz anders vorgestellt habe, wenn ich mir Gott ganz anders vorgestellt habe? Wer von uns hat denn nicht Abgründe im eigenen Herzen, Verräter im eigenen Herzen, die uns immer wieder daran hindern, unser Bestes zu geben und auf dem festen Grund unseres Lebens einfach weiterzugehen? Das, was äußerlich in Gemeinschaften erfahrbar wird, haben wir alle im Herzen. Und ich finde es einen wunderbaren und unglaublich tröstlichen Gedanken, dass das alles eingeschlossen ist in die Heilsgeschichte.
diese Sollbruchstellen, die wir in unseren Gemeinschaften erfahren, die wir im eigenen Herzen oft erfahren, wenn etwas zerbricht, eine Hoffnung, ein Trost, etwas, was uns vielleicht jahrelang getragen hat. Diese Sollbruchstellen sind für mich nichts anderes als Einfallstore der göttlichen Gnade. Da wird nämlich deutlich, dass wir als Christen in dieser Welt nicht einfach nur unser Ding machen, mit möglichst hohem menschlichen Kraftaufwand, sondern dass es da noch jemanden gibt, der mit uns und durch uns in diese Welt hineinwirkt. Dass es da jemanden gibt, der uns mehr vertraut, als wir uns selbst trauen können. Dass es da jemanden gibt, der uns tatsächlich zusammengerufen hat, der uns dieses Leben in der Nachfolge zumutet und auch zutraut. Und der nicht großen Wert darauf legt, dass wir besser sind als andere, sondern dass wir es uns trauen, in jedem Augenblick unseres Lebens, und sei er noch so armselig und sei er noch so gebrochen, uns wieder ihm zuzuwenden, in seiner Liebe zu bleiben, auch und gerade in den Augenblicken, wo wir sie überhaupt nicht mehr verdient haben, gefühlt. Das ist für mich die größte Zumutung meines Lebens. Es ist für mich aber auch gleichzeitig der größte Trost meines Lebens. Und ich habe Lust auf dieses Leben. Ich habe immer wieder Lust auf diese Zumutung Gemeinschaftsleben, weil ich spüre, dass sie mich mehr Mensch werden lässt. Nicht die perfekte Ursula, nach der ich mich manchmal sehne, sondern vielleicht sogar die Ursula, die zu allem fähig, aber zu nichts zu gebrauchen ist. Ich habe vielleicht gar nicht so viele Freundinnen in der Gemeinschaft, aber ich habe Schwestern. Und für mich ist es Tag für Tag nicht nur Zumutung, sondern auch Freude, verwegene Freude, mit diesen verrückten Schwestern den Weg in der Nachfolge Christi zu wagen. Allen Unzulänglichkeiten zum Trotz, allen Brüchigkeiten zum Trotz, im festen Vertrauen darauf, dass es ein anderer ist, der uns in diese Lebensform gerufen hat und der uns versprochen hat, bei uns zu bleiben, selbst und gerade dann, wenn wir selbst einfach davonlaufen wollen. Und Ihnen wünsche ich nun einen schönen, gesegneten Tag und seien Sie gewiss, die nächste Zumutung kommt bestimmt.